Für den Unterricht von heute brauchen wir einige Kenntnisse, die wir in den letzten Jahr oder vorletzten Jahr, es kommt darauf an, welche Klasse, schon erworben haben. Diese Kenntnisse beziehen sich auf den Themen Tabellen in InDesign und Absatz- und Zeichenformat in InDesign. Wenn für euch diese Kenntnisse nicht mehr klar sind, bitte, ich habe euch unter meinem Video für unseren heutigen Unterricht die Video von letztem Jahr wieder zur Verfügung gestellt. Schaut bitte dieses Video erst einmal und dann kommt ihr wieder hier. Warum brauchen wir, welches ist unser Ziel? Wir haben gesagt, wir machen eine Übung, die in 2 Wochen fertig sein muss. Die Übung ist nicht wirklich schwierig, ist aber ein bisschen komplizierter, weil wir müssen Absatz, Zeichenformate miteinander kombinieren und plus müssen wir Formate für Tabellen noch kombinieren. Unser Ziel sieht ein bisschen so aus wie meine Datei. Ich habe erstmal gemacht einen Wochenplan von unserem Unterricht. Das ist eine normale Tabelle, die ich mit der Standardfont einfach mit Inhalt dann ausgefüllt habe. Sieht ein bisschen schlecht aus. Deswegen habe ich in verschiedenen Steps dann durch Formate meine ganze Datei formatiert. Ich habe angefangen mit Formaten, die wir schon kennen, und zwar mit Absatz- und Zeichenformat. Und damit habe ich Texte formatiert für den Titel und den Untertitel hier. Und plus habe ich Zeichenformat gemacht, damit innerhalb einer bestimmten Absatz eine Zahl anders aussieht. Danach habe ich angefangen zu arbeiten mit der Tabelle. Die Formatierung, die ich erst einmal gemacht habe, und zwar diese hier, diese Kontur hier, kommt nicht direkt auf eine manuelle Bearbeitung von der Tabelle, sondern habe ich gearbeitet mit Fenster, Formate, Tabellenformate. Und ich habe eine Tabellenformat gemacht, die mir erlaubt, diese Eigenschaften unter anderem zu speichern unter einem bestimmten Namen, die ich ganze Tabelle genannt habe. Danach habe ich angefangen, innerhalb dieser Tabelle zu arbeiten mit den verschiedenen Typen von Zellen. In einer Tabelle könnte man haben Kopfzeile, Fußzeile, Spalte links und eventuell Spalte rechts und Kopenzeile, also die normale Zellen, die man hat. Und man kann sie individuell dann bearbeiten. Natürlich kann man individuell auch alle möglichen Zellen anders gestalten. Deswegen habe ich gearbeitet jetzt genau auf der Zelle, und zwar der Zeile oder der Spalte, mit einer anderen Palette. Und zwar unter fester Formate habe ich mit Zellenformat gearbeitet. Zellenformat gibt mir die Möglichkeit, genau die Eigenschaften von einer oder mehreren Zellen unter einem Namen zu speichern. Wie ihr seht, am Ende haben wir nicht diese, am Ende haben wir genug. Und in diesem Step habe ich ein allgemeines Format gemacht für alle Zellen, indem ich dann einfach verbunden habe ein Absatzformat, die mir erlaubt, alle Texte mit dieser Schriftart und mit dieser Schriftfarbe zu zeigen. Außerdem habe ich für die Kopfzeile, für die Fußzeile und auch für die linke Spalte dann auch entschieden, wie die Linie, also die Konturen von der Zelle und der Hintergrund von der Zelle aussehen sollte. In der nächsten Step habe ich etwas mehr gemacht. Ich habe immer gearbeitet mit dem Zellenformat, weil ich wollte innerhalb meiner Stundenplan markieren in verschiedener Art und Weise, aber immer konsequent, die Unterrichte, die für die bestimmte Woche Fern- oder Präsenz sind. Und deswegen habe ich die Unterrichte in Präsenz mit grün gemacht und die Unterrichte in Fernunterricht mit rot markiert. Warum habe ich das mit einem Format gemacht und nicht manuell? Weil wir wissen, dass unsere Situationen jede Woche sich ändern und vielleicht, Entschuldigung, wäre nicht schlecht, wenn wir die gleiche Tabelle benutzen können und mit nur einem Klick können wir entscheiden,
ob eine Woche, nicht hier, ob in eine bestimmte Woche, anstatt der Präsenz, müssen wir Fernunterricht machen oder so. Ne? Das ist der Grund. Gut, danach, was habe ich gemacht? Nachdem die ganze Tabelle so bunt und farbig ist, habe ich gesehen, dass der Text geht ein bisschen verloren. Und deswegen habe ich noch zusätzliche Absatzformate gemacht, um den Text besser zu zeigen. Damit dann automatisch dieses Absatzformat mit einem bestimmten Zellenformat verbunden ist, musste ich ein bisschen etwas mehr machen. Aber das war alles in Step 6 und ich werde euch von Anfang an zeigen, wie man an dieses Ergebnis ankommt. Deswegen fange ich gerne von einem neuen Dokument und schauen wir mal, ob ich alles wieder schaffe. Dauert ein bisschen, ja? So, erstmal habe ich geschrieben, was habe ich geschrieben? Mein Wochenplan KW und Klasse. Mein Wochenplan KW 50, egal welche KW ist, 50, Klasse. Und dann habe ich eine Tabelle gemacht. Ich muss lesen. Okay. Sofort danach. Klasse, ihr seid, ich weiß nicht, deswegen nehmen wir eine Klasse in der Zukunft. Und füge ich mit Tabelle. Tabelle einfügen, einfach eine Tabelle. Die Tabelle sollte 11 Kopfzeilen, 6 Spalten, eine Kopfzeile und eine Fußzeile. Gut. Mehr muss ich nicht sagen. Und ein Tabelleformat kommen wir später, deswegen erstmal okay. Und dann habe ich natürlich die verschiedenen Texte eingetragen. Jetzt natürlich hätte das machen müssen. Machen wir so. Ansonsten wird. Okay, guck mal. Magie, wir haben schon die ganze Tabelle voll. Und natürlich, dann habe ich auch ein bisschen gearbeitet hier, damit man die verschiedenen Fächer für mehrere Stunden ausbreiten kann. Das macht man natürlich einfach nur, wenn man zwei oder mehrere Zellen markiert und dann hier in der Steuerungsleiste einfach Zellen verbinden. Zack. Zurück. Gut. So. Die Tabelle ist erstmal gemacht und ist ausgefüllt mit Text. Jetzt, was ich machen will, ist, diese Texte einfach zu ändern, damit ich diese Formatierung irgendwo speichern kann und wieder benutzen kann, werde ich dafür ein Absatzformat benutzen. Absatzformatpalette findet man unter Fenster Formate, Absatzformate. Wenn man hier oben in der Menüoption von Absatzformate auf Neue Absatzformate klickt, kann man ein neues Absatzformat machen und das schreiben wir als Titel. Das ist mein Name, nicht meine, der Name von meinem Format. Dann, Grundlage Zeichenformate. Für eure Beispiele habe ich einfach ein Arial genommen, weil ich wusste nicht, welche Font habt ihr zu Hause auf eurem Computer. Jetzt kann ich etwas anders machen. Ich nehme einen schönen Montserrat Black, ein bisschen größer und in Zeichenfarbe nehme ich eine schöne Magenta, warum immer. Gut, außerdem möchte ich gern, dass diese Wochenplan und diese KW sind miteinander ein bisschen zu eng verbunden. Deswegen vielleicht mache ich so. Einzüge und Abstände, Abstand danach und füge ich 5 mm, ja. Gut, fertig, ich gebe OK. Mein Absatzformat ist da. Ich muss einfach klicken innerhalb meiner Zeile. Muss nicht unbedingt ausgewählt werden, weil die Formatierung da, für ein Absatzformat gilt für den ganzen Absatz. Deswegen, ich muss nur einfach dann auf Titel klicken und wir haben schon etwas gemacht. Ich klicke, wo nichts gibt, damit nichts ausgewählt ist. Das ist eine gute Regel, wenn wir mit der Format arbeiten, dass während wir mit der Format arbeiten, nichts ausgewählt ist, nur für bestimmte Gründe, die momentan
nicht ist. Und deswegen, ich möchte gerne, dass etwas ändert sich noch in diesem Format, und zwar, dass alles groß geschrieben wird. Super. Gut, dann, ich würde gerne jetzt ein Textformat machen für alle Texte allgemein. Das hätte ich früher machen müssen, aber ist okay. Immer hier, neuer Absatzformat, das nenne ich Texten. Basiert auf, ich will nicht, dass es basiert auf Titelliste, weil ich will möglicherweise etwas anderes nehmen. Deswegen mache auf keine Absatzformat basiert. Und dann bei Grundlage Zeichenformat werde ich ein bisschen arbeiten. Ich mache Regular, ich mache 12 Punktchen. Als Zeichenfarbe nehme ich eine Schwarz, aber nicht ganz schwarz, sondern machen wir eine 85% Schwarz. Gut, warum immer, ist so gemacht. Klicke ich auf OK. Diese vom Absatzformat lassen wir da, irgendwann brauchen wir, und zwar sofort. Weil ich will für diese zwei Texte, ich will nicht das normale Absatzformat zeigen, sondern ich will sie ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen. Dafür mache ich ein neues Absatzformat. Die Absatzformat ist kostenlos, deswegen ist kein Problem, wenn wir viele machen. Und ich nenne das Subtitle. Warum habe ich auf Englisch dies genannt? Weil ich wusste nicht, was Subtitle auf Deutsch bedeutet. Basiert auf, wenn ich will, einige Einstellungen von Absatzformaten, die ich schon genommen habe, einfach schon nehmen in meinem Neuabsatzformat, sollte ich basiert auf, in dieser Liste, einer von den Absatzformaten nehmen, die ich schon gemacht habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dabei basiert auf Text nehme, bedeutet das grundsätzlich, meine Textabsatzformate und diese Neuabsatzformate Subtitle sind miteinander verbunden. Wenn ich das Textabsatzformat mit einer neuen Schriftart ändern, ändert sich automatisch auch diese Eigenschaft in dem Neuabsatzformat. Das ist eine coole Sache. Wenn zum Beispiel am Ende des Projektes wird entschieden, dass die Schriftart muss geändert werden. Und deswegen werde ich hier aber noch etwas ändern, weil einige Eigenschaften lasse ich so, aber bei Schriftschnitt nehme ich ein Semi-Bold und Schriftgrad ein bisschen größer. Außerdem machen wir alles bunt, bei Zeichenfarbe nehme ich ein Cyan. 100%. Gut, fertig. Wenn ich OK gebe, ich muss nur die zwei Absätze auswählen und dann auf Subtitle klicken. Gut. Perfekt. Jetzt machen wir schon etwas, das ein bisschen schwierig ist. Ich möchte gerne, dass diese 50 und diese 921, also die Nummer von der Klasse, wird ein bisschen anders gestalten, weil sonst geht ein bisschen verloren. Weil das ist auch die Zahl, die sich ändern dann jede Woche. Nicht die Klasse, sondern der KW. Aber ist egal. Dafür brauche ich nicht ein Absatzformat, weil die Absatzformat würde wirken auf den ganzen, auf den ganzen Absatz. Ich muss etwas benutzen, die wirkt nur auf bestimmte Buchstaben oder Wörter. Das nennt man Zeichenformat. Deswegen gehe ich unter Menüfenster Formate schon wieder und nehme ich eine Zeichenformat. Zeichenformat, momentan gibt es keine, mache ich gerne hier oben ein neu. Und ich nenne das Zahlen. Basiert auf nichts, es gibt auch keine momentan. Bei Grundlage Zeichenformat sage ich, dass egal welche ist die Schriftfamilie, ich will, dass diese Texte wird in Bold geschrieben. Und dann möchte ich gerne, dass genau diese Texte werden wieder in Magenta geschrieben. Ja, machen wir so. Und gehen wir zurück hier und bei Shift-Grad geben wir 18. Da schauen wir. Wir können jederzeit ändern. Gut, fertig. Ich könnte jetzt einfach diese Zahl auswählen und dann mit Zahlen klicken und schauen das Ergebnis. Ich möchte gern aber nicht jedes Mal diese Operation machen. Ich möchte gern diese Operation automatisieren.
Dafür muss ich so machen, dass dieses Absatzformat, Subtitle, schon erkennt, dass nach der ersten Worte, und zwar diese, der nächste Wort muss in einer bestimmten Art und Weise formatiert werden. Das heißt, ich muss erstmal sagen, der Absatzformat, dass bis der erste Wort muss kein Zeichenformat benutzt werden. Danach muss ein Zeichenformat, und zwar Zahlen, benutzt werden. Wie macht man das? Man geht in die Absatzformatpalette und man klickt zweimal auf Subtitle, damit das Fenster von Subtitle wieder rauskommt. Hier links gehen wir bei Initialen und verschachtelte Formate. Habe ich geschafft. Dann, wir müssen ein verschachteltes Format machen, das ist gemein langsam. Und das heißt, wir müssen innerhalb unserer Absatzformate etwas, eine Ausnahme machen, die eine bestimmte Regel folgt. Die erste Regel mit, diesem Button ist, dass ich brauche keine neuen Formate über ein Wort. Mit einem neuen verschachtelten Format, ich sage das, ich brauche meine Zeichenformate über dieses Wort. Das machen wir, Entschuldigung, bis ein Wort. Und das sollte schon gehen. Entschuldigung. Die Vorschau war nicht aktiv, deswegen bin ich jetzt ein bisschen verzweifelt, dass ich live schon eine schlechte Figur machte. Nein. So. Bis zu einem Wort muss keine ohne neue Zeichenformate, das heißt, wir folgen der normalen Formatierung von der Absatzformat und danach wird diese Zeichenformate nur für ein Wort benutzt. Ja? Und das haben wir schon gemacht. Das heißt, jedes Mal, dass ich dann das total ändere, ne? Dann schreibe ich wieder etwas, dann wird automatisch die andere Zeichenformate für dieses Absatzformat genommen, weil sie miteinander verbunden sind. Und das haben wir schon den ersten Teil gemacht. Und der zweite Teil jetzt geht mit der Tabelle und Zeichenformat. Mit Tabelle und Zeichenformat müssen wir etwas anders machen. Wir müssen erstmal die Palette Tabelle und Zeichenformat, wir haben gesagt, unter Menü Fenster, Formate, haben wir Tabellenformate. Wir nehmen erstmal das. Und wir machen auch hier in der Menüoptionenpalette ein neues Tabellenformat. Und dieses Tabellenformat gilt für das ganze Tabelle. Wenn ich keine andere Tabelle habe, kann ich wirklich sehen. Warum schreibt er nicht? Warum schreibt er nicht? Okay, Tabelle. Gut. Was wollen wir machen? In diesen Bereich kommen wir später. Erstmal gehen wir hier. Tabelle errichten. Ich kann eine Kontur, eine Außenkontur für die Tabelle auswählen. Wollen wir einen Punkt, wollen wir zwei Punkte, wollen wir drei Punkte, nehmen wir drei Punkte. Der Typ von Linie. Die Farbe von der Linie nehmen wir noch wieder etwas bunt, dieses Mal blau. Dann Abstand davor, Abstand danach bedeutet dieser Abstand oder dieser Abstand, falls andere Elemente hier kommen. Lassen wir so. Zeilenkontur und Spaltenkontur sind eigentlich Eigenschaften, für was hier drin passiert. Aber da hier die Situation alles immer unterschiedlich ist, will ich jetzt hier bei der allgemeinen Tabellenformat nichts angeben. Einfach nichts. Und auch hier bei Flash spiele alles speziell machen für jede Zelle. Falls was für jede Zelle. Deswegen lassen wir alles so fertig. Wenn wir OK angeben, wir müssen einfach innerhalb unserer Tabelle einen Klick oder einen Doppelklick machen, egal in welche Zelle. Und wenn wir klicken in der Tabellenformate auf den Namen von unserem Format, haben wir schon unser Format da. So. Jetzt, ich möchte gerne, dass diese Zeile, das ist eine Kopfzeile, diese Zeile, das ist eine Fußzeile, so habe ich genannt, als ich eine neue Tabelle erstellt habe, ne? Weil hier habe ich gesagt, ich will, dass zusätzlich an diese Zeilen gibt es eine Tabellezeile und eine Fußzeile. Ne?
Nur einen kleinen Moment, ich muss der Kater reinlassen. So, da bin ich wieder. Und das heißt, diese Zeilen sind eigentlich spezielle Zeilen und er kann, InDesign kann diese eigentlich schon erkennen. Aber da kommen wir. Da diese Zeilen oder Gruppe von Zellen sind, um sie zu formatieren, genau, müssen wir unter Menüfenster Formate nicht mehr die Tabellenformate, sondern die Zellenformate nehmen. Bei den Zellenformaten momentan gibt es nichts, deswegen ich würde machen, ich klicke irgendwo, wo nichts gibt, das ist immer eine gute Regel für die Formate, damit nichts ausgewählt ist, und dann in der Zellenformate Palette werde ich eine neue Zellenformat machen. Bei der neuen Zellenformat gebe ich erst einmal einen Namen Kopf. Hier lassen wir alles normal, hier kommen wir später. Beim Text, was können wir geben? Beim Text können wir geben hier bei Zellversatz einen Abstand zwischen den Inhalten und den Zellen. Natürlich, je mehr Platz ich lasse, desto größer wird meine Tabelle und es kann sein, dass ich die Tabelle dann manuell ein bisschen nach unten oder größer schieben muss. Ausrichten. Hier geht es um die vertikale Ausrichtung, weil die horizontale Ausrichtung muss man mit einem Absatzformat machen. Deswegen sage ich, vertikal zentriert. Das lassen wir momentan, brauchen wir nicht. Bei Konturen und Flächen, ich würde sagen, dass ich möchte gerne, dass die erste Zeile hat eine Zellfläche farbig, und zwar ein Cyan, aber nicht 100%. Ne? Nehme ich eine, was könnte gehen, ein 20%, das ist immer diskret. Ich könnte hier auch eingeben für die verschiedenen Linien von dieser Zeile auch bestimmte Eigenschaften. Wenn ich Eigenschaften nur für die unterste Linie haben möchte, dann klicke ich weg auf die Linie, die ich nicht bearbeiten will. Wenn sie schwarz sind, sind nicht mehr ausgewählt. Und ich wähle hier einige Eigenschaften. Zum Beispiel, ich möchte gerne, dass sie sind zwei Punkte. Dass die Linie ist, dieses Mal machen wir so, je bunter, desto schlimmer, und machen wir blau, Farbton 100%. Toll, von der Format allgemein ist das, mit einem Klick kann ich nachträglich alles ändern. Gut, dann gebe ich einfach OK, und ich könnte jetzt natürlich diese Zeile auswählen und in der Zellenformat Kopf eingeben und natürlich ist dann mein Zellenformat angewendet. Ich will aber, dass diese Operation automatisch passiert und deswegen werde ich diese Zellenformate Kopf mit dem Tabellenformat verbinden. Und wie? Ich nehme wieder die Palette Tabellenformat und mache ich Doppelklick auf die Tabelle. Hier unten gibt es die Möglichkeit für die Tabelle Kopfzeile. Wir haben eine, bei Erstellung haben wir gesagt, eine, und zwar die erste, ist eine Tabelle Kopfzeile. Und deswegen dafür können wir einfach hier ein Zellenformat auswählen von dieser Liste. Wir haben nur eine momentan, deswegen Kopf. Wenn ich OK eingebe, habe ich das gemacht. Jedes Mal, dass ich eine neue Tabelle mache und dass ich für diese Tabelle, dieses Tabellenformat benutze, falls eine Kopfzeile dabei ist, wird automatisch so formatiert. Jetzt, die gleiche Anwendung und die gleiche Prozedur sollte ich machen für die linke Spalte, sollte ich machen für die Fußnoten, aber das mache ich nicht, weil das nimmt uns ein bisschen zu viel Zeit. Funktioniert aber gleich. Und zwar, ich mache erstmal eine Zellenzeile, eine Zellenformate und dann in der Tabelle Formate werde ich hier in der richtigen Menü einfach diese verbinden. Zum Beispiel, wenn ich so mache, dann wird die gleiche Formatierung auch hier unten oder an der linken Spalte, die auch links. Ne? In meinem Beispiel habe ich für jede dann eine andere gemacht und das musst ihr auch machen. Gut. Perfekt.
So, das musst du ja selber machen. Was ich noch gemacht habe, ist, dass die verschiedenen Fächer, ich wollte die verschiedenen Fächer, und das ist sehr wichtig für uns, in Präsenzunterricht und Fernunterricht machen. Das funktioniert gleich, wie wir jetzt gemacht haben. Ändert sich nur die Anwendung. Und zwar, in der Zellenformate werde ich jetzt ein neues Zellenformat machen, erstmal für die Fernunterricht. Fernunterricht. Und für mich, erst einmal, ist wichtig, dass die Flächenfarbe für Fernunterricht ist gelb. 20%. Gut, fertig. Ich könnte andere Sachen ändern, aber erst einmal ist okay. Nachdem ich das gemacht habe, ich kann nicht sagen in der Tabelleformat, dass eigentlich eine, Entschuldigung, eine bestimmte Zeile immer in Präsenz gemacht wird oder nicht. Ich muss das manuell machen. Das heißt, jede Woche sollte man manuell sagen, dass medientechnisch zum Beispiel diese Woche ist in Fernunterricht. Ja? Fotodesign ist im Fernunterricht und so weiter und so fort. Das heißt, während das erste Mal könnten wir eine bestimmte Zahlen irgendwie anders mit einem Automatismus erkennen als Kopfzeile oder Fußzeile oder Linksspalt und so weiter. Bei solchen Transformationen müssen wir manuell anwenden. Das ist auch kein großes Problem. Es kann sein, dass bei meiner Übung ich habe eine kleine Sache vergessen, und zwar, dass für alle Zeilen hatte ich einmal schon angegeben, nehmen wir die letzte, eine Zellenformat, die alle Zellen heißt. Das ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Ich habe sehr gründlich gearbeitet und sehr automatisiert. Aber warum habe ich das gemacht? Damit ich eine Formatbasis habe, wo ich einige Eigenschaften gebe, und dann für die anderen Zellenformate nehme ich als Basis genau diese Formate, damit ich einige Eigenschaften nicht immer wiederholen muss. Aber das ist auch kein großes Problem. Wie ihr seht, ich habe fast das gleiche auch so hingekriegt. Aber natürlich können wir so machen, weil jetzt kommt im Kopf, dass wir haben ein Problem hier. Ne? Das Problem ist, dass der Text sieht ein bisschen blöd aus. Es in Kolibri oder irgendwas anderes, Myriad. Nein, es ist kein Myriad. In eine andere Schriftart, egal was. Deswegen, ich werde jetzt so machen. Damit ich nur einmal einige Eigenschaften wie die Texteigenschaften für alle Zellenformate ändern will, werde ich diese Zellenformate mit einem Basiszellenformat verbinden, die ich noch machen muss. Und diese Zellenformate, und das ist jetzt durcheinander für euch, diese Zellenformate werde ich mit einem bestimmten Absatzformat verbinden. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ein Absatzformat gemacht, die Texte heißt. Und ich habe gesagt, wir machen einfach diese Absatzformate für allgemeine Texte. Diese allgemeinen Texte werden wir jetzt für die Tabelle benutzen. Wie machen wir das? Wir werden jetzt in der diese Absatzformate haben wir schon da, müssen wir nichts anderes machen. In der Zellenformate machen wir ein neues Zellenformat, die wir nennen allgemeine Zelle. Oder Basiszelle ist besser. Bei jedem Zellenformat gibt es die Möglichkeit, ein Absatzformat zu verbinden. Das ist genau unser Punkt. Ich nehme hier unseren allgemeinen Text. Ich gebe OK und passiert gar nichts, weil dieses neue Zellenformat ist mit keiner Zelle verbunden. Jetzt werde ich etwas anders machen. Ich werde klicken auf unsere zwei Zellenformate, die schon da sind. Und anstatt hier jedes Mal zu wiederholen, welches ist die Absatzformate, ich werde einfach hier basiert auf meine Basiszelle nehmen. Wenn ich das mache, alle Eigenschaften, die in diesem Format schon vorhanden sind, werden auch von diesen Zellenformaten übertragen, also übernommen. Deswegen muss ich nicht diese jedes Mal ändern. Man sieht schon.
spiegelerò il più Kopf. Voilà. Wenn ich auch für Fuße Zeile jetzt ein neues Zellenformat machen will, das ist einfach. Ich mache ein neues Zellenformat. Ich weiß jetzt, dass ich alles auf diese Basiszelle basieren kann, damit die Eigenschaften von dieser Basiszelle automatisch genommen werden. Und ich mache einfach ein bisschen mehr bunte. Okay, das wird immer schlimmer. Werde ich auch die oberste Linie hier formatieren. Machen wir 3, ja. Farbe nehmen wir auch diese. 100% Farbeton. Da die... Oh nein, das nehmen wir nicht. Jetzt diese Kopf, diese Fuß... Hoppla, ich habe nicht den Namen. Fußzeile. Diese Fußzeile, jetzt... kann ich manuell anwenden oder wie für die Kopfzeile kann ich bei der Tabelle Format gehen, Doppelklick machen und dann hier bei Tabelle Fußzeilen Fußzeile eingeben. Automatisch sieht man schon, was passiert. Ich gebe OK und ich kann weitergehen einfach und arbeiten an meiner Tabelle. So. Das ist, was ich in der ersten Video meinte, dass ein bisschen durcheinander sein kann. Wir versuchen, so weit wie möglich alles zu automatisieren, aber für welches Ziel? Dass, wenn wir entschieden haben, dass wir unsere Kunden immer eine Schriftart benutzen, dass diese Schriftart zum Beispiel in einem Absatzformat wie Texte, ja, blala, Entschuldigung, das muss man nicht machen, wie Texte, ausgewählt wird und falls am Ende von unserer ganzen Arbeit der Kunde kommt und sagt, nein, wir müssen eine andere nehmen, ich weiß jetzt nicht, was ich nehme, diese, wir müssen nur einmal ändern und da der Absatzformat ist mit dem Zellenformat verbunden und die Zellenformate sind mit dem Tabellenformat verbunden. Ich muss nur einen Klick machen, um diese ganze Änderung auf der ganzen Tabelle, auf der ganzen Format zu, anzuwenden. Das ist eigentlich der Grund, warum benutzen wir Formate. Denkt ihr daran, wir arbeiten für einen Kunden, die mit vielen Tabellen arbeiten und wenn wir jedes Mal die Tabelle ändern müssen und wieder formatieren müssen, die Werte, die wir eingeben in der Tabelle, das könnte problematisch sein, wenn wir nicht mit Format arbeiten. Deswegen habe ich auch gedacht an diese Übung, die ich euch zur Verfügung stelle. Ich werde euch auch im Briefing schreiben und das ist genau das. In dieser Step müssen wir von diesem Ergebnis zu diesem Ergebnis kommen. Und da habt ihr abzugeben eure Stundenplan, schön formatiert, jede formatiert natürlich anders, mit eurer Farbe und so weiter. Und da habt ihr immer einen aktuellen Überblick, wie die Woche aussieht. Noch eine Sache und dann bin ich auch fertig. Die Formatierung, die wir gemacht haben, hat keine Wirkung über die Maße von der Tabelle. Das heißt, wenn ich will, dass diese Spalte etwas kleiner ist, muss ich das manuell machen. Ja? Ich sage, das muss genau 20. Das ist ein bisschen zu viel. Oder zu wenig. Ja, vielleicht würde ich nehmen nicht die Höhe, sondern die Breite. Okay. Das macht man manuell, okay? Dann kann man nicht mit einem Format das machen. Ich habe etwas anderes falsch gemacht. Ist okay, ich gehe zurück, alles ist gut. Und ich werde auf jeden Fall eure Frage in Online Campus später antworten. Viel Spaß damit. Es geht um Übung und Logik. Bitte versucht mal, alles Kommentare hier zu lesen, mein Video wieder zu schauen, um mir die richtige Frage zu stellen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Und damit... für heute ist fertig. Ciao, ciao.